Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch 10 Tipps und Tricks zeigen für das Samsung Galaxy A05s. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist, der Bildschirm ist doch relativ groß und man kriegt den halt gerade, wenn man es mit einer Hand bedient, ja, relativ unkomfortabel überall erreicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, dieses große Display in ein kleines zu verwandeln, indem man einfach hier diesen Home-Button unterstreicht. Und jetzt haben wir so ein Mini-Bildschirm hier, seht ihr das? Und wir können trotzdem alles machen, wir können sogar Spiele spielen und so weiter und so fort. Ja, ein ganz nettes Tool, aber nicht wundern, wenn das jetzt gerade nicht funktioniert bei euch, weil das muss man tatsächlich erstmal aktivieren. Dafür scrollen wir hier runter, tippen auf das Symbol für die Einstellung. Dann scrollen wir runter zum Punkt erweiterte Funktionen. Hier ist er. Und hier können wir jetzt sozusagen den einhändigen Modus aktivieren, sodass er blau markiert ist, ne? Wenn es grau ist, aber hier draufklicken und dann wird er in blau. So, das heißt, wann immer wir jetzt diesen Home-Button hier runterstreichen, haben wir diesen Mini-Bildschirm. Ja? Für die Linkshändler unter euch kann man das mit dem Pfeil ja auf die andere Seite ziehen. Ja? Ist gerade halt sinnvoll, wenn man es halt mit einer Hand benutzt. Oder auch praktisch ist hier halt dieser Balken hier oben, weil damit kann man sozusagen die Position nochmal verschieben. Ne? Und wenn das dann mit einer Hand benutzt, seid ihr tatsächlich hier am komfortabelsten. Guckt einfach, wie ihr das Handy haltet und so weiter und so fort. Schiebt es euch richtig hin und so weiter und so fort. So, jetzt ist er wieder raus, weil wir halt nicht draußen rangekommen sind. Und genau so kann man nämlich diesen einhändigen Modus auch beenden, indem man hier einfach draußen einmal rantippt. Und dann ist man wieder zurück im normalen Modus. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, nutzt den großen Bildschirm zum Vorteil. Zum Beispiel, ihr könnt zwei Apps gleichzeitig öffnen hier auf diesem großen Bildschirm. Und ja, das erlaubt euch zum Beispiel, wenn ihr ein YouTube-Video guckt, könnt ihr parallel zum Beispiel was auf eine Webseite noch schauen. Ja? Ich zeige euch mal, was ich meine. Wir öffnen einfach mal YouTube. Wir bleiben mal beim Beispiel, ne? Öffnen YouTube. So, jetzt nehmen wir das Handy, nehmen zwei Finger und ziehen die von unten einfach in die Mitte. Und das Display ist geteilt. Ne? Jetzt haben wir hier sozusagen unten die Auswahl, was wir jetzt hier am unteren Bildschirm halt anzeigen lassen wollen. Wir bleiben aber beim Beispiel mit dem Internetbrowser. So, jetzt gucke ich hier oben sozusagen YouTube und hier unten quasi surfe ich hier parallel im Internet. Ne? Aber auch da nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Auch das muss man erstmal einstellen. Scrollt dafür runter. Wir tippen dann wieder auf das Symbol für die Einstellung. Gehen dann wieder runter zum Punkt erweiterte Funktionen. Und hier gibt es den Punkt Multi-Window. Und die ersten beiden Punkte empfehle ich euch hier zu aktivieren, ne? Also für geteilten Bildschirm streichen und für Pop-up-Anzeige streichen. Diese beiden Punkte sollten blau markiert sein. Und das heißt quasi, wenn ihr jetzt eine App geöffnet habt, YouTube oder egal welche, ja, nehmt ihr zwei Finger und streicht die von unten in die Mitte und ihr habt das Display geteilt. Und dann sucht ihr euch einfach hier für den unteren Bereich was aus, ne? Wir bleiben einfach mal wieder hier beim Internetbrowser und jetzt haben wir unten den Internetbrowser und hier oben YouTube. Wenn ihr ein bisschen mehr Platz braucht für den Internetbrowser, dann geht ihr auf die drei Punkte, haltet die gedrückt und zieht einfach das Ganze nach oben. Jetzt haben wir mehr Platz für den Internetbrowser, ein bisschen weniger dann eben für YouTube. Ne? Genauso geht es natürlich andersrum auch und so weiter und so fort. Wenn ihr fertig seid, ja, könnt ihr immer hier mit der Home-Taste immer wieder zurück auf den Hauptbildschirm. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit für dieses Multitasking. Wir öffnen einfach mal wieder YouTube. Oder kann auch eine andere App sein, ne? Ist aber nur als Beispiel. So, und jetzt gehen wir mal hier von der Ecke und streichen einfach sanft mit dem Finger ins Display hinein. Ihr seht, wir haben hier so ein kleines Quadrat, wir können das auch aus dem Rechteck formen. Ne? Hier können wir sozusagen ein kleines Pop-up-Fenster eben mit YouTube jetzt öffnen. Ja? So, jetzt gibt es hier diesen blauen Balken oben, damit können wir es doch an eine andere Stelle hier schubsen, wo es uns entsprechend günstig erscheint für das, was wir tun wollen. Und jetzt können wir sozusagen YouTube gucken, während wir was anderes hier auf dem Handy gerade machen. Können wir so parallel sogar noch ein anderes Video schauen. Ja? Also eine super, super Sache. Und ja, wenn ihr hier auf diesen blauen Balken nochmal tippt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze groß zu machen, wenn ihr es eben groß gucken wollt, hier YouTube oder halt mit dem X hier, könnt ihr es auch komplett entfernen. Also eine richtig nette Sache. Ja, und wenn ihr möchtet, könnt ihr dir auch Apps mit diesem Handy klonen. Zum Beispiel, wenn ihr zwei Facebook-Accounts habt, müsst ihr nicht immer in derselben App hin und her switchen. Nein, ihr könnt einfach eine separate App dafür erstellen. Ne? Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei SIM-Karten hier in dem Telefon habt, ne, dann habt ihr zwei Telefonnummern und ihr könnt halt für jede Telefonnummer wirklich einen eigenen WhatsApp-Account erstellen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Also zuerst ist klar, man muss man die App halt entsprechend runterladen, damit man die auf seinem Handy hat. Ne? Versteht sich. Und dann scrollt ihr hier runter. Tippt auf das Symbol für die Einstellung, geht hier runter zu dem Punkt erweiterte Funktionen. Ihr seht, da sind viele interessante Sachen drin. Und jetzt brauchen wir den letzten Punkt der Liste, Dual Messenger. Okay, wie der Name schon sagt, das geht nur für Messenger-Dienste, ne? Und jetzt haben wir hier sozusagen in der Liste alle verfügbaren Apps eben für diesen Service. Okay, wir starten einfach mal mit WhatsApp. Wir klicken hier drauf, ne?
gehen dann auf Installieren. Man muss dann noch was bestätigen, wenn das zum allerersten Mal benutzt. Einfach den Anweisungen folgen. Und jetzt wird die zweite App sozusagen erstellt. Gucken wir uns gleich an, wie das aussieht. Ihr werdet im Übrigen auch noch gefragt, ob ihr eine zweite Kontaktliste angeben wollt. Das könnt ihr überspringen, weil das braucht man nicht. Könnt ihr später hier immer noch machen. Ja, aber wie gesagt, ich halte sowas für Quatsch. Okay, dann machen wir es aber hier weiter mit Snapchat. Ne? Klonen wir einfach auch. Und dann machen wir die Liste noch komplett hier. Facebook wird geklont und den Messenger nehmen wir auch noch mit. Okay, also, wir haben jetzt hier alle Apps geklont. Wie sieht es dann aus? Wie kann man die unterscheiden oder erkennen oder und so weiter und so fort? Ne? So, wir gehen hier mal wieder rein, da wo alle Apps sind. Ja? So, das ist jetzt mein Haupt-WhatsApp-Account. Das ist mein zweiter. Ja? Mein Haupt-Snapchat-Account und mein zweiter. Und hier sieht man es ganz besonders gut. Der zweite Account, der hat immer so eine orangene Ecke. Ja? Hier mein Haupt-Facebook-Account, mein zweiter. Na? Und da sieht man es auch wieder sehr gut. Die orangene Ecke markiert immer die zweite App. Also, eine richtig nette Sache. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, das ist für die Taschenlampe. Ja? Ich denke mal, ihr habt das schon entdeckt hier, wenn ihr hier runterscrollt, dann haben wir hier halt das Symbol für die Taschenlampe. Ne? Kann man einschalten, ausschalten und so weiter und so fort. Aber man kann auch die Helligkeit dieser Taschenlampe verändern. Dafür scrollen wir mal runter hier, halten jetzt das Symbol der Taschenlampe einfach mal gedrückt, ne? Und dann haben wir die Möglichkeit, die Helligkeit zu verändern. Dafür schalten wir die Taschenlampe ein und jetzt können wir es sozusagen geringer machen, aber wir können es auch richtig hell machen. Ja? Und das ist natürlich auch sinnvoll, das zu lassen, denn ihr klickt einfach auf OK. Ja? Und ja, wenn immer ihr die jetzt ein- und ausschaltet, die Taschenlampe, habt ihr immer sozusagen die hellste Version davon. Den nächsten Tipp, den ich euch geben möchte, ist, wenn ihr zum Beispiel im Restaurant seid oder im Kino seid und ihr habt aus Versehen vergessen, das Telefon auf stumm zu schalten, dann gibt es eine ganz nette Möglichkeit, das zu tun. Wenn es auf einmal losklingelt, legt es einfach auf den Tisch oder auf eine andere flache Oberfläche und das Telefon ist sofort stumm. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist für die Kamera. Weil da gibt es einen ganz coolen Trick, um die schnell zu starten, indem man einfach zweimal auf den Ein- und Aus-Knopf drückt. Und wir sind sofort in der Kamera drin, ohne erst nach der App zu gucken und so weiter und so fort. Spart eine Menge Zeit. Und das Beste dabei ist, das funktioniert selbst dann, wenn das Display ausgeschalten ist. Selbst dann einfach nur zweimal die Ein- und Aus-Taste klicken und wir sind sofort in der Kamera. Und hey, vielleicht rettet euch das mal das ganz große Bild. Und wenn wir jetzt schon in der Kamera drin sind, dann lasst mich euch noch was zeigen. Und zwar, wir können ganz toll Selfies machen, indem wir einfach unsere Hand nach oben heben. Der erkennt es, macht einen kleinen Countdown und löst aus. Nochmal einfach die flache Hand ins Display halten. 3 Sekunden warten, lachen und wir haben unser Selfie. Ja, und wenn man möchte, kann man mit diesem Handy auch Bildschirmfotos machen. Also einen sogenannten Screenshot. Ne? Wenn ihr zum Beispiel auf einer Webseite oder sowas seid oder eine Aktion hier habt, die ihr gerne mit euren Freunden teilen wollt, kann man das tun. Zeige ich mal, was ich meine. Wir brauchen dafür einfach die Ein- und Aus-Taste und die Leiser-Taste. Einfach ganz kurz zusammenklicken und wir haben den Bildschirm abfotografiert. Na, danach haben wir die Vorschau, wir haben das Editiersymbol hier und wir können es auch gleich teilen mit WhatsApp, Telegram und so weiter und so fort. Nochmal die Ein- und Aus-Taste und die Leiser-Taste ganz kurz zusammenklicken und wir haben ein Bildschirmfoto. Wir klicken ja mal auf dieses Editiersymbol einfach. Dann haben wir nämlich noch die Möglichkeit, hier was reinzumalen oder wir können auch was highlighten und so weiter und so fort. Oder halt über die Ecken. Auch sehr, sehr praktisch, können wir eben was ausschneiden. Und das macht sich gut eben für das besagte Bild von der Webseite. Ja. Danach können wir diesen editierten Part direkt teilen oder mit dem Pfeil einfach in die Galerie schicken. Ja, das nächste, was ich zeigen möchte, ist für die Augen, weil wir gucken alle nochmal viel zu häufig aufs Smartphone-Display und das gibt unseren Augen eine ganze Menge Stress. Aber es gibt eine Möglichkeit, diesen Stress zu reduzieren, indem man einfach einen Blaulichtfilter, der hier schon vorinstalliert ist, einfach aktiviert. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wir scrollen mal runter hier, scrollen nochmal runter, dann gibt es übrigens ein bisschen mehr Auswahl hier. Und hier gibt es auch den Punkt Augenkomfort. Wenn wir das mal klicken hier, dann seht ihr schon, der Bildschirm bekommt so einen leichten Gelbstich. Ja, das ist der Blaulichtfilter. Ja. So, und ich empfehle euch jetzt noch Folgendes. Wir halten jetzt mal diesen Augenkomfort einfach gedrückt. Ja. So, jetzt kriegen wir nämlich weitere Optionen noch. Und insbesondere die Farbtemperatur ist hier wichtig. Weil je wärmer das Ganze ist, desto besser ist es für unsere Augen. Ne? Zu Beginn vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber kein Problem. Die Augen gewöhnen sich da doch relativ schnell dran. Es ist tatsächlich wirklich für unsere Augen sehr, sehr gut. Wir wissen nun, der Gelbstich total stört hier. Lasst mich euch sagen, nutzt es wenigstens in den Abendstunden, weil das beeinflusst halt auch euren Schlaf. Also wenn ihr den aktiviert habt, dann ist es tatsächlich besser für euch. Und damit ihr das nicht immer ein- und ausschalten müsst, würde ich euch vorschlagen, dass ihr hier den Zeitplan aktiviert. Da könnt ihr mich einstellen, dass es von Sonnenuntergang
bis Sonnenaufgang eben nur aktiv ist. Also wenn die Sonne untergeht, schaltet sich eben dieser Blaulichtfilter ein und wenn die Sonne wieder aufgeht, schaltet der sich entsprechend aus. Und wenn wir schon in den Abendstunden sind, ein weiteres interessantes Feature hier ist, der Bildschirm ist ja relativ hell. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, alles ist dunkel ringsherum, ne? Und dann hat man hier diesen grellen Bildschirm. Hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Ist relativ unkomfortabel. Ne? Aber ihr könnt hier so einen dunklen Modus aktivieren und dann ist es wieder komfortabler. Ja, zeige ich mal, was ich meine. Wir scrollen mal runter hier, scrollen nochmal runter. Und jetzt haben wir hier gegenüber der Sonne, in dem Augenkomfort, haben wir diesen Mond hier, ne? Dark Mode. Und wenn wir den mal anklicken, wird vieles dunkler. Und das ist doch gleich viel angenehmer. Ja? Kleiner Nachteil. Tagsüber ist es nicht so komfortabel für die Augen, da stört einfach der Kontrast so ein bisschen. Ne? Da sollte man dann wieder den normalen Modus haben und damit ihr das nicht selber mal hin und her also einstellen müsst, wieder ausschalten müsst und so weiter und so fort, empfehle ich euch auch hier den Zeitplan zu machen. Wir scrollen dafür nochmal runter hier, scrollen nochmal runter, halten jetzt Dark Mode auch länger gedrückt und jetzt können wir halt hier auch den Zeitplan festlegen. Hier klicken, ja, genau, denn Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ist hier schon vorbelegt, also wenn die Sonne untergeht, schaltet sich dieser Dark Mode ein und wenn die Sonne wieder aufgeht, schaltet er sich entsprechend wieder aus. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar nette Tipps und Tricks geben für euer Telefon und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank, das ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr interessiert seid oder könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!